Ja, mein Vortrag dauert etwa 2 Stunden. Wir machen zwischendurch eine Pause von 10 Minuten. Da werde ich auch noch was dazu sagen. Bitte, dass Sie nicht Fragen zwischendurch stellen. Dann komme ich nicht nur aus dem Konzept, sondern die Zeit wird dann wahrscheinlich auch etwas zu kurz werden, zumal ja vielleicht die eine oder andere Antwort ja noch später kommen wird. Also es geht nur ums Jenseits und es geht nicht um die Angst vor dem Altwerden und oder dem Sterben. Es geht auch nicht um Sterbebekleidung oder Trauerarbeit. Und ich halte auch kein wissenschaftliches Referat über das Jenseits. Meine Idee von diesem Vortrag ist, ich möchte Sie aufklären für die natürliche Reise ins Jenseits, also was da uns erwartet. Und das Ziel meines Vortrags ist eben nicht zu missionieren oder Sie davon überzeugen, dass Sie dieses oder jenes machen sollten, sondern einfach zu informieren. Und der Vortrag war gut, nach meiner Auffassung, wenn er Sie animiert, weiterzumachen, mal egal wie. Und dieses Weitermachen, das werde ich durch ein paar Dinge unterstützen. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die werde ich irgendwann mal vorstellen, die ich benutzt habe. Es gibt auch ein Verzeichnis der von mir benutzten Bücher, der von mir angeschauten Videos, wie ich zu diesen Informationen gekommen bin. Ja, es gibt auch ein kleines Märchenbuch über das Jenseits. Das liegt da hinten aus. Das werde ich auch noch kurz erläutern, warum ich das geschrieben habe. Ansonsten lege ich noch eine Liste aus, falls Sie Interesse haben, weitere Informationen zu bekommen, dass Sie sich in diese Liste eintragen mit Ihrer Mailadresse. Okay. Ja, mein Vater sagte immer, Sterben ist nichts für Feiglinge. Und zwar stellt sich für mich dann die Frage, wann ist man denn eigentlich ein Feigling? Ein Feigling ist man immer dann, wenn man der Meinung ist, dass ein Problem, was da auf mich zukommt, so groß ist, dass ich es nicht bewältigen kann. Dass ich also mich mehr oder weniger diesem Thema nicht stelle. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ja, war ich auch ein Feigling? Denn vor einem Jahr, das muss ich zugeben, ein bisschen länger als vor einem Jahr, habe ich von dem Jenseits ungefähr so viel gewusst wie 90% der Bevölkerung nichts. Also für mich gab es zwar den Begriff Jenseits, aber ich konnte damit nicht viel anfangen. Als ich merkte, dass ich keine Ahnung hatte von einem der wichtigsten Lebensereignisse, was erwartet mich, wenn ich sterbe? Und da tauchten die Begriffe Himmel und Hölle auf und Sie merken an diesen beiden Begriffen, dass dieses Wissen, was ich davon hatte, ja, ich sag mal, kirchlich geprägt war. Mir wurde aber schnell klar, nachdem ich so einiges darüber gelesen habe, wenn ich auf der von mir gewünschten Frequenz in dieser Parallelwelt jenseits empfangen werden will, ist entscheidend, wie ich mich auf diese neue Lebensaufgabe vorbereite. Das heißt, ich war kein Feigling, ich war ignorant. Und ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang erzählt, mein Bruder ist etwas älter, ist sehr krank. Und ich habe ihn besucht, weil ich befürchtet, dass ich ihn nicht mehr lebend sehe. Und dann habe ich ihm gesagt, Siegfried, ich könnte dir mal ein bisschen was übers Jenseits erzählen. Lass mich nur mit dem Quatsch in Ruhe. Also noch so ein Ignorant, scheint in der Familie zu liegen. Was ich aber auch feststellte, war, mit keiner Ahnung haben war ich nicht allein. Diese Ahnungslosigkeit ist eine ganz normale, von allen akzeptierte Ignoranz und Unvernunft. Was mir sehr gut gefallen hat, das ist die Erfahrung eines Pfarrers. Als Pfarrer schreibt er, hat er 250 Menschen beerdigt und ich habe die Angehörigen jedes Mal gefragt, hat sich die oder der Verstorbene mit dem Jenseits auseinandergesetzt? Was meinen Sie, wie viele haben ja gesagt von 250? 4. Alle Angehörigen, er hat die Angehörigen auch dann immer befragt, haben auch erklärt, es hätte ihr oder ihm gut getan, sich mal damit zu beschäftigen. Und es hätte uns gut getan, wenn wir mit ihm, mit ihr über den Tod vorher hätten darüber reden, sprechen können. Das ist der Dr. Fabian Vogt. Hat eine gute Webseite, da sind noch mehr Sachen drin. Die spannende Frage ist allerdings, hätten die 100 Hinterbliebenen, wenn ich mal unterstelle, von den 250 haben 4 Hinterbliebene, also so ungefähr 1000 über den dicken Daumen, hätten die Hinterbliebenen überhaupt sprechen können darüber?
Nee, weil 984, wenn ich die Verhältnisse von 250 zu 4 rechne, haben wir gar keine Ahnung. Genauso wie der Verstorbene oder die Verstorbenen sich nicht damit beschäftigt haben, haben die 984 ja auch nicht damit beschäftigt. Und dann stellt sich natürlich die Frage auch hier, wären Sie in der Lage, einen sterbenden Menschen oder einen alten Menschen das Jenseits zu erklären? Also ich konnte es vor einem Jahr noch nicht. Und das ist also sehr traurig, dass wir fast nichts darüber wissen, über dieses danach. Und der Grund meines Vortrags ist eben, dass ich glaube, dass das Defizit oder diese fehlenden Informationen etwas angegangen werden müssen. Das war eigentlich der erste Grund, warum ich über dieses Thema gestolpert bin. Man fragte 2021 2000 Menschen zum Thema Jenseits. 31% glauben an ein Leben nach dem Tod, aber wissen gar nicht, was es bedeutet. Die Vorstellung von Himmel und Hölle sind sehr präsent und es dominieren Angst und Unbehagen. 38% glauben, mit dem Sterben ist alles aus. 25% gaben an, ich weiß gar nichts. 5 sagten, ich weiß überhaupt. Das heißt, 90% laut dieser Umfrage haben sich noch nie in ihrem Leben mit dem Jenseits beschäftigt. Und die Hälfte davon will sich auch gar nicht damit beschäftigen. Wie mein Bruder. Lass mich bloß mit dem Quatsch in Ruhe. Es besteht zwar ein unterschwelliges Interesse, also grundsätzlich ja, nachdem ich mich damit beschäftige, auch schon einige Vorträge gehalten habe, kriege ich so die Rückmeldung, ja, wir sind heute hier, weil uns das interessiert oder wie auch immer, aber wie soll man anfangen? Soll ich zum Pfarrer gehen? Soll ich Bücher lesen? Welche Bücher? Und das Ganze ist ja auch so esoterisch ja, geprägt. Also nochmal, meine Idee ist nicht missionieren, sondern einfach ihren Informationsstand zu erhöhen. Wenn wir in ein fremdes Land reisen, informieren wir uns über Kultur, Sprache, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Für die wichtigste Reise liegt unser Wissensstand, das ist meine Erfahrung, nachdem ich mich jetzt ein Jahr damit beschäftige, von einer Skala 1 bis 10, also 1 wäre, ich habe null Ahnung, 10 ist, ich weiß alles, nach meiner Einschätzung so zwischen 1 und 3. Solider sich mit sich selbst umzugehen, das nennt man Sünde. Der Begriff Sünde kommt eigentlich von Zielverfehlung. Und wenn das Ziel ist, dass wir ein gutes Leben führen sollen, damit es uns im Jenseits auch gut geht, dann ist das einfach Sünde. Und das wird Ihnen wahrscheinlich im Laufe dieses Vortrags noch klar werden, was ich damit meine. Denn es geht ja nicht um irgendetwas hier, sondern es geht für uns um Leben und Tod. Mein Wissensstand soll Ihren Wissensstand auf 3 bis 4 erhöhen. Wohl wissend, dass es einige, das ist in jedem Vortrag so, schon bei 7 oder gar 8 sind, also vielleicht mehr wissen als ich. Ja, und wir müssen uns sputen. Der Holger hat es ja gesagt, wir sind ja alle etwas älter schon. Und da gibt es das Phänomen des subjektiven Zeitempfindens, nämlich wenn Opa und Enkel zusammen sind, vergeht dem Großvater die Zeit 16 Mal schneller als für den Enkel. Und ich merke das auch, die Zeit rast. Es gibt dieses schöne Beispiel, was Sie vielleicht kennen, wenn Sie ein Metermaß haben, schneiden Sie hinten ab, wie alt Sie wahrscheinlich werden. Also ich schätze mal so 90, wenn ich das abschneide. So, und dann schneide ich weiter ab, wie alt ich schon bin. Ich gehe jetzt auf die 80 zu. Das heißt, so viel habe ich noch zu leben, von so viel. Das Wesentliche meines Vortrages, das möchte ich vorweg sagen, Fakt ist, es gibt das Diesseits und es gibt auch das Jenseits. Und das ist ja
ein Teil meines Vortrags Ihnen darzustellen, wie ich zu dieser Aussage komme. Alles, was das Jenseits betrifft, ist geregelt. Gott, oder wie immer wir ihn nennen wollen, hat diesen Prozess genial und für alle Zeiten gültig organisiert. Nichts wird dem Zufall überlassen und es gibt keine Möglichkeit, diesen göttlichen Abläufen zu entrinnen. Der Ablauf und das Jenseits selbst sind logisch und angemessen und für uns Menschen leicht verständlich. Also alles, was mit dem Jenseits zusammenhängt, und das will ich Ihnen ja hier vortragen, ist logisch, versteht man, ist überhaupt nichts Kompliziertes dran. Und es ist vor allen Dingen wahr, man kann es nachvollziehen. Und es gibt viele Dinge, die ich weiß aus meiner Kindheit, aus dem Religionsunterricht, die mir immer unlogisch vorgekommen sind, das kann man damit ändern. Zielvorgabe ist das Prinzip des Fortschritts in die Vollkommenheit. Also das Jenseits ist dafür da, dass wir Fortschritte machen. Das wird diesseits im Übrigen auch. Und das wichtigste Schöpfungsgesetz lautet, was man erntet im Jenseits das, was man im Diesseits sät. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Das heißt, wir werden gerecht, das heißt richtig drüben behandelt. Leider wurde, aus welchen Gründen auch immer, diese Regeln und möglichen Abläufe uminterpretiert, falsch bewertet, missbraucht und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ja, warum halte ich diesen Vortrag? Mein Vortrag dient nicht allein der Wissensvermittlung, sondern mir geht es darum, Defizite aufzudecken, sie mit Aufträgen zu konfrontieren, die neu und wichtig sind. Und ich sage das deshalb, weil ich von Teilnehmern meiner Vorträge das Gefühl hatte, dass die jetzt Bescheid wissen, aber die sich daraus ergebenden Konsequenzen, nämlich sich darum zu kümmern, das hält sich in Grenzen. Ich sage jetzt mal was Unanständiges. Das erinnert mich an den Mann, der kannte 20 Liebesstellungen, aber kein einziges Mädchen. Worum müssen wir uns kümmern, damit die letzten Jahre unseres Lebens so verlaufen, wie es notwendig ist? Also wie wir die Not wenden können, nämlich die Not, dass wir unter Umständen unvorbereitet diese Reise antreten. Die Entscheidung, Jenseits ja oder nein, hat nämlich Konsequenzen. Wenn wir an das Jens, wenn nach meinem Vortrag, wenn Sie da sagen, ja, ich glaube, der Seidel hat recht, das Jenseits gibt es, dann hat das Konsequenzen für Sie. Und zwar nicht die Konsequenz, dass Sie sagen, ja, ich kann das jetzt jemandem erklären, was da passiert, sondern es hat Konsequenzen für Sie. Wenn es stimmt, was wir in diesseits sehen, wir da drüben ernten werden. Das heißt, wenn ich mit meinem Vortrag fertig bin, sind Sie wissender. Das heißt, Sie haben keine Ausrede mehr. Wobei natürlich auch Unwissenheit nicht vor den Auswirkungen schützt. Also wenn wir uns entscheiden, nichts zu tun, dann ist das Sünde. Mal abgesehen davon, dass es auch dämlich ist. Also wenn wir das Falsche sehen, dann ernten wir drüben auch das Falsche, logischerweise. Ich hatte Ihnen ja gesagt, das ganze Konzept der Schöpfung ist in sich logisch, gerecht, passt. Das heißt, wir müssen für Selbstfürsorge und Selbstvorsorge uns kümmern. Selbstfürsorge bezieht sich immer, dass ich dafür sorge, dass es mir im Moment jetzt gut geht. Und Selbstvorsorge bedeutet, dass ich dafür sorge, dass es mir irgendwann gut geht. Dazu werde ich noch einiges ausführen. Ja, die Frage, die, wenn Sie wissender sind, was ist da wichtiger? Will ich mich jetzt darum kümmern oder verschiebe ich es immer? Fußball, Urlaub, Essen gehen, Fernsehen gucken oder wie auch immer. Das heißt, ich schiebe es vor mich her oder ich entscheide mich, dass ich sage, okay, ich möchte beispielsweise, ich werde Ihnen einige Bücher vorstellen, ich werde Ihnen andere Sachen vorschlagen, wo Sie sagen, ich möchte mich jetzt mal wirklich um dieses Thema kümmern, es ist mir zu wichtig. Ja, das heißt also, wenn Sie so wollen, tue ich Ihnen jetzt, ich sage manchmal so ein Ei auf die Schiene nageln, nämlich Sie haben ein Scheidungsproblem, unter Umständen auch ein schlechtes Gewissen.
Ich habe schon viele Vorträge gehalten in meinem Leben und dann gibt es immer so das Problem, ich komme jetzt mit zwei Eimern Information an und Sie mit Ihrem Schüsselchen. Das heißt, Sie werden jetzt ungefähr so 50 Folien sehen und wenn ich auf jeden so zwei, drei Informationen haben, können Sie sich also die Dimension ungefähr vorstellen. Das heißt, meine Idee ist, dass ich so eine Art Informationsbuffet mache. Und Sie sich entscheiden, was von dem ich Ihnen vortrage, ist für mich wichtig. Wo will ich mich drum kümmern? Was ist für mich einleuchtend logisch und was passt? Das Zweite ist, Sie werden sich vielleicht schon gewundert haben, dass ich Texte nicht nur vorlese, sondern auch zeige und dass ich auch diese Screenshow mache, also nicht nur einen Vortrag halte. Das hängt mit der Vergessenskurve zusammen. Hat mal vor 100 Jahren ein Professor Ebbinghaus gemacht. Und zwar, wenn man etwas nur hört, dann behält man 20%. Wenn man etwas sieht und liest, dann sind es 30%. Und wenn man beides miteinander verknüpft, dann sind es 60%. Das heißt, das potenziert sich dann. Das heißt, meine Idee ist, weil es so viele Informationen sind, dass ich Ihnen die zeige, wo Sie mitlesen können, wo Sie sehen können und ich sie auch noch mal vorlese. Ja, wer bin ich? Also mein Name ist Gerhard Seidel, ich komme aus Schneidenbach, das ist in der Nähe von Amberg. Ja, wie alt bin ich? Ich habe es kurz erwähnt. Also wir haben ja drei Alter. Das erste ist das kalendarische Alter, also ich werde in wenigen Monaten 80 Jahre alt. Dann gibt es das biologische Alter. Die Eva hat mich neulich mal wieder durchgecheckt und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bin ich so bei die 70. Und dann gibt es das gefühlte Alter, und das bin ich da. Also das Bild ist von 65, als ich 65 Jahre alt war. Da sah ich so aus und so fühle ich mich also nach wie vor. Ich bin verheiratet, vier Kinder, alle wohl versorgt, was wichtig ist. Ich bin Diplomkaufmann, Personalleiter, Unternehmer. Seit 15 Jahren bin ich Rentner. Manchmal coache ich auch Leute, wenn sie mehr über mich wissen wollen. gerhardseidel.de, also unter Biografie, ist so ein kleines Filmchen, hat mein Sohn mal gemacht, mein Lebenslauf als Gerhard Seidel. Meine Mailadresse. Ja, meine Lebensaufgabe ist, Menschen zu helfen. Also meine Vision Quest. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Also der kommt aus dem Indianischen. Da wurden die jungen Indianer in die Wüste geschickt ohne Wasser und Brot und sollten sich eben durch Fasten und so weiter, sollten sie herausfinden, ja, warum bin ich in dieser Welt? Ja. Und ich habe das ähnlich gemacht. Ich bin in einem Lanzarote, in einem Krater gegangen und habe da auch eine Nacht drüber nachgedacht. Und da ist eben rausgekommen, dass meine Lebensaufgabe ist, Menschen zu helfen. Und das, was ich jetzt hier mit 80 Jahren mache, ist für mich ein super Projekt, dass ich eben doch mal Menschen helfen kann, bestimmte Einsichten, Informationen zu bekommen. Ja, übergeordnete Themen haben mich schon immer interessiert. Seit einem Jahr bin ich auch an diesem Thema Tod und Jenseits dran. Und was mir ganz wichtig ist, damit Sie verstehen, in welchem Kontext das Ganze hier stattfindet, ich bin gläubig, aber nicht religiös. Ja, bis vor kurzem war mir der Begriff nicht bewusst gewesen, weil die Jugendlichen, also die Hanna, das ist die Tochter einer Nichte von meiner Frau, die hat mir das neulich mal erklärt, dass sehr viele gläubig sind und mit den klerikalen Dingen überhaupt nichts zu tun haben. Und die hat furchtbar geschimpft auf die Kirche, wohnt leider noch so in einem bayerischen Ort, wo die Kirche noch ganz viel zu sagen hat. Ja, um was geht's? Ich will sechs Fragen mit Ihnen klären. Das erste ist, gibt es ein Jenseits überhaupt? Es wird immer wieder bewiesen, das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen. Das stimmt nicht. Es gibt bereits Jenseitswissenschaften und die Bücher, die ich Ihnen gleich irgendwann mal vorstellen werde, kurz vor der Pause, da wird ganz deutlich dargestellt, was. Und zwar nicht irgendwie im Sinne von Esoterik oder wobei ich den Begriff gar nicht schlecht machen will, sondern ganz faktisch dargelegt, mit Beispielen unterlegt, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgegangen. Wenn ja, warum gibt es das Jenseits? Also welche Funktion hat dieses Jenseits? Welche Aufgaben? Welche Ziele? Wie ist das Jenseits organisiert? Also wenn es eben eine andere Form des Diesseits gibt, was ist denn da drüben anders? Wie bewegen wir uns, wenn wir da drüben sind, anders? Was passiert mit uns im Jenseits?
Also beim Eintritt und bei der weiteren Entwicklung. Also Eintritt bedeutet ja, wenn ich hinüberwechsle, wo werde ich einsortiert? Da gibt es Schöpfungsgesetze, wo das klar geregelt ist. Wer ist der Schöpfer des Universums? Und letztendlich der richtige Fahrplan zur Reise in Jenseits. Also was mache ich, mit wem, was, warum, damit ich eben einen guten Einstieg ins Jenseits habe. Meine wichtigste Erkenntnis, und die hat mich echt getroffen wie der Blitz aus heiterem Himmel, ist, wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrung sammeln, sondern spirituelle Wesen, die irdische Erfahrung sammeln, machen müssen. Das habe ich also so nicht gesehen. Ja. Ich war ja auch Amateur. Das bedeutet, das Jenseits ist unser Zuhause, unsere Heimat ist nicht hier, sondern drüben. Wir sind mit unserem Glauben und Wissen falsch gepolt. Es ist genau umgekehrt. Ich hatte meinen Vortrag schon fertig und dann ist mir das über den Weg gelaufen und dann habe ich diese Folie eingefügt. Also ich will damit deutlich machen, dass ich jetzt hier vor Ihnen stehe. Das heißt nicht, dass ich den großen Durchblick hatte und dass ich, was weiß ich, was für ein genialer Redner bin, sondern das war für mich auch alles neu. Und das war ja der Grund, warum ich gedacht habe, also wenn es für mich alles neu ist und diese Untersuchung stimmt, dass 90% überhaupt nicht sich damit beschäftigen. Gerhard, das wäre doch ein Projekt für dich, wo du eben einfach mal den Menschen das erklären kannst. Das heißt, wir kommen mit Arbeitsaufträgen ins Diesseits. Und das nennen wir Inkarnieren, also eine Wiedergeburt. Also die Seele ist nicht fertig, muss mehrere Leben durchlaufen. Und Grund, ich habe es schon mal gesagt, ist der Weg in die Vollkommenheit, ins Paradies. Der Himmel ist unser geistiger Ursprung, da kommen wir her. Sterben, und das fand ich auch einen ganz wichtigen Satz für mich selber, und deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, sterben ist eigentlich logisch, wenn wir zurück nach Hause wechseln wollen. Sterben ist zwangsläufig. Das bedeutet, wir haben im Diesseits das Lebensziel erreicht, also irdische Erfahrung eingesammelt und jetzt geht es wieder zurück. Und wenn man das so sieht, und ich habe es dann so gesehen, dann wird das alles logisch. Das ist dann einleuchtend. Und ich hatte vorhin davon gesprochen, können Sie einem Sterbenden ja, das Jenseits erklären? Und wenn man dann ihm das so macht, jetzt vielleicht nicht so kurz und knapp, sondern entsprechend vermittelt, ja, dann kann der vielleicht mal ins Grübeln kommen. Meine Lieblingsfolie, meine Erfahrung sagt mir, das ist eine 6 und die sagt, nee, 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 das ist eine 9. Das heißt, jeder hat seine Wahrheiten, die er für wahr hält. Das heißt, es gibt zwei Fahrpläne, einmal die 6er-Route und einmal die 9er-Route. Woher kommt denn nun unsere Haltung, unsere Einschätzung zum Jenseits? Die Kirche hat alle christlichen Aspekte konzipiert und festgelegt. Die Kirche hat uns als Kinder durch Gehirnwäsche, und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, zu Sechsern gemacht. Unterstützt wurde dieser Lernprozess mit ständigen Drohungen und Angst. Ich habe zu zweit hier eben gesessen und habe das dann eben auch mal so kurz erläutert und sagte mir, ja, wie bei mir. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, aber bei mir war das anders. Der Einzige, der uns in der Klasse geschlagen hat, das war der Religionslehrer. Irgendwann haben wir aber gemerkt, das kann doch gar nicht so sein. Also wir haben versucht, es auszublenden, zu vergessen. Aber die Gehirnwäsche bleibt nun mal im Unterbewusstsein und die beeinflusst unsere Entscheidung. Und wenn es die Entscheidung ist, ich trete aus der Kirche aus. Das heißt, das religiöse Navigationssystem, was wir so in uns haben, zeigt uns den falschen Weg und wir reagieren irritiert. Ich zitiere wieder meinen Bruder.
lass mich nur mit dem Quatsch in Ruhe. Das Drama ist, der falsche Fahrplan zum Bahnhof Jenseits ist in unserem Kopf sehr wohl präsent, nur sehr falsch. Das heißt, die Sechserroute ist ein Päpsel, eine problemerzeugende Pseudolösung. Den richtigen Fahrplan zur Reise, den kennen viele nicht. Ich habe das gestern Abend noch mal so durchgelesen, habe gesagt, naja, also mit dem kennen viele nicht, ist leicht untertrieben. Den kennt fast keiner. Also um das Problem zu lösen, trage ich Ihnen jetzt hier die Alternative 9 vor. Immerhin, es geht ja nicht um klerikale Banalitäten wie Erbsünde, Taufe, Beerdigung und so weiter, über die man ja auch reden könnte. Ich habe mich dann nochmal mit den Sechser Kirchenaussagen im Internet beschäftigt. Das waren eigentlich 3-4 Folien, die habe ich auch jetzt mal gekürzt, weil ich nicht so viel Zeit habe. Das heißt, in den Internetseiten der Kirche steht zum Beispiel, wiedergekommen ist bisher noch keiner. Unsterblichkeit ist ein Attribut, das nur Gott zusteht. Im Angesicht Gottes vollzieht sich die Seele die Entscheidung für Gott. Also man kann Gott nicht sehen. Also wenn es eine Dummheit gibt, dann ist dieser Satz, aber der wird immer wieder zitiert. Jesus erwartet, das fand ich einer der stärksten Behauptungen, Jesus erwartet uns, er ist vorausgegangen, hat Quartier gemacht, es wird ein großes, schönes, rauschendes, endloses Fest werden. Als Gott, oder wie wir nennen wollen, die Schöpfung gemacht hat, da war von Jesus überhaupt noch keine Spur. Der Jesus hat mit der Schöpfung nichts zu tun. Eine Seele ohne Leib ist keine befreite Seele, sondern eine beraubte Seele. Und es gibt viele Wege, die die Seele gehen kann. Der Himmel, liebende Gemeinschaft mit Gott. Die Hölle, Ablehnung Gottes, Verweigerung der kirchlichen Gemeinschaft. Und der Reinigungsort Fegefeuer. Also ich habe gedacht, also dieses Fegefeuer-Geschichte, ich komme gleich nochmal darauf, habe ich gedacht, die wäre nur endgültig erledigt, weil das ist ja eine Erfindung der Kirche, die hat ja nur mit der Schöpfung oder was überhaupt nichts zu tun. Da ging es ja nur darum, Kohle zu machen. Jesus Christus ist der einzige Weg, durch den wir in den Himmel leben können. Nur diejenigen leben im Jenseits weiter, die an Jesus glauben. Die anderen sind zu Qualen in der Hölle verdammt. Also immer muss, ja, es muss ganz schlimm sein, ja. Und zum Schluss, Jenseits ist eine Geisterwelt, wo du bleibst, bis du wieder aufgeweckt wirst. Also wenn du jetzt einen Pfarrer oder jemanden, einen Geistlichen fragst, sag mal, was bedeutet eigentlich Geisterwelt oder was bedeutet Aufwecken, weiß er nicht. Ja, kurz was zum Fegefeuer, was immer noch präsent ist. Die Läuterung im Fegefeuer, das heißt, die Seele wird auf den Himmel vorbereitet, Zwangsaufenthalt, weil die Seele nicht in den Himmel kann. Fegefeuer bedeutet, dass man durch Beten, Wallfahrten, Spenden und Ablassbriefe seine Zeit verkürzen kann. Also Sie sehen hier die Heiligen. Die tappeln direkt hierhin. Ich habe mich also auch mal mit den Heiligen beschäftigt. Also die Kirche hat ungefähr 6.000 Heilige, ungefähr 9.000 Selige und dann noch ein paar. Und wenn Sie sich mit den Heiligen beschäftigen und deren Lebenslauf, dann kommen Sie zu dem Ergebnis wie ich. Also mindestens die Hälfte, die würden heute in der Psychiatrie landen. Die hatten einfach einander Waffel. So, aber diese Fegefeuergeschichte geht also darüber. Also ich bin Kaufmann und habe mich immer mit Marketing beschäftigt und das Fegefeuer ist eine der besten Marketingstrategien, die ich überhaupt kenne. Also das ist echt genial, was die da verbrannt haben. Also man braucht zunächst mal ein Problem. Ohne Problem ist Nutzen nutzlos. Man muss ein Problem haben. Und der Nutzen ist ja, dass die Kirche sagt, Jungs und Mädels, wir helfen dir. Also das Produkt ist eben dieser Läuterungsaufenthalt, dieses Fegefeuer. Und was man jetzt anbietet als Lösung ist, ja, der Ablass, also beten oder so irgendetwas. Den Preis, der wird selbst festgelegt von der Kirche. Werbung wird in der Kirche gemacht und der Verkauf findet auch in der Kirche statt. Also was Besseres gibt es nicht. Kann man nur sagen, wow.
Ein Rechenbeispiel in Wittenberg haben so, als das ganz besonders großartig durchgezogen wurde, 60 Priester haben 6.000 Ablässe a 20 Gulden in einem Jahr gemacht. Wenn Sie, also 120.000, wenn Sie mal unterstellen, 30 Städte, da kommen Sie auf Zahlen, die sind echt der Hammer. Und alles erdacht, überhaupt nicht Realität, einfach nur erfunden. Also schon geil. Das gab ganz komplizierte Preislisten nach Wunsch. Um die Dimension mal klar zu machen, 20 Gulden verdiente ein Handwerker im Jahr. Ablässe vom Papst oder vom Bischof kosten bis zu 1.000 Gulden. Das Geld wurde fast ausschließlich für die Kirchenbauten genutzt. Also der ganze Petersdom wurde nur über den Ablass finanziert. Ein Drama war, dass die Armen, die natürlich kein Geld hatten, und die Kirchen mussten ja gebaut werden, dafür brauchte man Hilfsarbeiter, dass die ihre Sünden abarbeiten mussten. Und wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann stellen Sie fest, dass die Armen nicht ihre Felder, nicht ihre Existenz sich drum kümmern konnten, weil sie ja ihre Sünden abarbeiten mussten, dass die Familien mehr oder weniger, also ein Großteil der Familie, ja, nicht nur in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben, sondern einfach verhungert sind. Ja, wie können wir das Ganze jetzt korrigieren? Das heißt, das Thema ist Entlernen, Lernen. Was heißt das? Also nicht das vorhandene Wissen ist das Problem, sondern das Entlernen alter gewissen Gewohnheiten, hat mal ein Zukunftsforscher gesagt. Das heißt, Überzeugungen sind innere Gewissheiten, allgemein formuliert. Entlernen heißt, diese Denkpfade zu verlassen, Glaubenssätze zu durchbrechen. Bis zur Pubertät, ich hatte es schon erwähnt, 80% aller Glaubenssätze und Verhaltensstrategien haben wir drauf, die unser zukünftiges Leben bestimmen. Manchmal sagt einer zu mir, der meinen Vater kannte, du bist wie dein Vater. Das heißt, ich habe die Dinge von meinem Vater unwissend, manchmal auch gegen meinen Willen, einfach übernommen. Kinder sind offene Gedächtnisse, die lernen und glauben fast alles. Wenn es dann noch mit Druck gemacht wird und der Religionslehrer auch direkt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, rechts oben neben dem lieben Gott kommt, also dann ist das halt so. Also wenn ich mit Menschen, die meine Vorträge gehört haben, mit Teilnehmerinnen oder Teilnehmern darüber spreche, sind wir alle der gleichen Meinung. Irgendwo wurden wir, was diese Dinge angeht, falsch informiert, um nicht zu sagen versaut. Ja, wie können wir uns befreien? Vergessen, man muss noch lange genug warten. Aber das funktioniert nicht. Man kann es verhindern, also das Wissen gar nicht erst lernen lassen. Also meine Kinder habe ich nicht in Religionsunterricht geschickt. Das bewusste Löschen, aktives Verlernen von unnützen Erfahrungen und falschen Überzeugungen durch verhaltenstherapeutische Methoden. Ich sagte Ihnen ja, meine Frau ist Psychologin, weiß nicht, ob Sie schon gesagt haben, also Verhaltenstherapeutin. Wenn die jemanden entlernen will, braucht die mindestens 10 bis 20 Sitzungen. Oder aktives Entlernen bedeutet umlernen, bewusst neue Erfahrungen machen, Glaubenssätze durch anderen, einen anderen Kontext stellen oder die Alternativen aufzeigen, den Informationsstand sinnvoll ergänzen. Und das ist genau das, was ich heute mit Ihnen machen möchte. Ja, erste Kontakte zum Jenseits. Das sind Kontakte sterbender Menschen zu bereits verstorbenen Verwandten. Astralreisen, das heißt also, dass ich mich durch Meditation, durch irgendwelche Übungen von meinem Körper lösen kann. Nahtoderfahrungen, da werde ich etwas ausführlicher eingehen. Rückführung, das heißt also, dass man ja, in frühere Leben zurückkommt. Also ich habe 16 Rückführungen gemacht in meinem Leben, habe auch eine Folie da vorbereitet, aber bevor ich das jetzt alles durchgehe, das dauert alles zu lang.
Und ich war also alles gewesen, von der ägyptischen Tempelhure über Schiffsjunge, über einen Kaufmannssohn, der seinen Vater umgebracht hat, bis zu einem Heiler und wie auch immer. Also die volle Palette. Was erstaunlich ist, ich will mal das Beispiel Schiffsjunge, ich war noch nie auf einem Segelschiff gewesen in meinem Leben. Vor allen Dingen nicht auf einem Segelschiff vor 200 Jahren, was da passiert ist. Aber so wie ich das erlebt habe, also ich habe ja auch keine Ahnung davon gehabt, aber was ich da erlebt habe, das war ganz erstaunlich. Ja, die meisten Menschen, die derartiges erleben, wagen nur selten über solche Erlebnisse zu sprechen. Bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich von keinem gehört, dass er ein Nahtoderlebnis hat. Das glaubt mir doch keiner, das macht mich doch nicht lächerlich. Mein Sohn, Max, promovierter Arzt, der hat zu mir gesagt, als ich mit ihm kurz darüber gesprochen habe, Papa, mit genügend Haschisch hast du auch deine Jenseitserlebnisse. Muss mal probieren. Ne? Ja, die Hospizkrankenschwester Julia berichtete von ihren Erfahrungen. Ihre Patienten erzählen ihr oft, dass sie Angehörige sehen, die bereits verstorben sind, bevor sie sterben. Übrigens ein Phänomen, was nicht nur Julia, sondern sehr viele Hospizangestellte betrifft. Nichte meiner Frau ist auch ausgebildete Alterspflegerin, die sagt, ja, das ist Wissensstand, das ist so, dass nichts Geheimnisvolles. Sie fügte hinzu, dass ihre verstorbenen Verwandten ihnen tröstende Worte sagen würden, wir holen dich ab, mach dir keine Sorgen, wir helfen dir. Normalerweise geschieht das etwa einen Monat vor dem Tod des Patienten, sie sehen tote Verwandte, Verstorbene und so weiter, die sie besuchen. Nur sie können sie sehen, die alten Menschen lieben das. Sie fühlen sich dadurch sehr getröstet, sie haben keine Angst. Wir können es nicht erklären, es passiert uns ständig. Astralreisen, bewusst herbeigeführte außerkörperliche Erfahrungen mit Meditation, Trance, Hypnose und so weiter. Das Orakel von Delphi, das hat eben diese Astralreisen gemacht, indem sie Dämpfer eingearbeitet haben, wo sie dann eben sich außerhalb ihres Körpers bewegen konnten. Ja, es ist der Geist, der den Körper verlässt. Aufhebung des Zeitgefühls, Schwerelosigkeit, Schmerzfreiheit. Das heißt, die Dimensionen und Sphären aus anderen Welten werden erkundigt. In der Regel sieht man sich von außen. Und jetzt kommt es wieder, da inzwischen bekannt wurde, dass ich über dieses Jenseits spreche, eben auch über solche Phänomene. Zum Geburtstag meiner Frau gab es den Reinhard und Reinhard erzählte, dass er über viele, lange Zeit sich immer nachts von dem Körper gelöst hat, wäre rumgeflogen, hätte und er könnte das überhaupt nicht verstehen, was da passiert ist und ob ich ihm das erklären könnte. Ich habe gesagt, naja, du hast wahrscheinlich eine Astralreise gemacht. Dachte, und ich bin immer gut gelandet, aber irgendwann war es zu Ende, dann ging es nicht mehr. Ja, Thomas, das ist ein Nachbar von mir, der hat mir neulich berichtet, dass er immer die Erde umkreist hat, als kleiner Junge oder etwas älterer. Ja, dann haben wir das Phänomen der Nahtoderfahrungen. Erfahrungen reanimierter Menschen, die klinisch tot sind, mit dem Sterben, mit dem Tod und den wahrgenommenen Jenseitskontakten. Das ist ein Phänomen, was wirklich ganz häufig auftritt und kaum bekannt ist. Wenn ich sage, kaum bekannt ist, dann meine ich diese 90%, die sich nicht mit dem Jenseits beschäftigt haben. Ich meine nicht die 10%, für die das inzwischen Allgemeinwissen ist. Die gemeinsame Erkenntnis war, ich habe Gott dort nicht gesehen. Es wird geschätzt, dass 4-8% der erwachsenen Bevölkerung Nahtoderfahrungen gemacht haben. Und es ist erstaunlich, dass darüber aber kaum etwas in den Medien berichtet wird. Es waren ja immerhin 2-3 Millionen. Der uns das Holz bringt, der Herr Wolf, der kam darüber ins Gespräch und der sagte, ja, das habe ich auch. Er war irgendwie krank oder wie auch immer. Und dann hat, das sagt er, das war richtig toll gewesen. Und dann fing er mir an, sein Nahtoderlebnis zu erzählen. Meine Tochter,
hat uns neulich besucht und da sagt er, ja, Papa, habe ich auch gehabt. Sag ich, du auch? Hast du nie was von erzählt? Ja, pff. Aber wenn ihr Mann sie nicht gerettet hatte, die ist also gestürzt und den Kopf irgendwo aufgeschlagen, dann wäre ich tot, der hat den Krankenwagen besorgt. Und die Frau Müller, unsere Bügelfrau, die hat auch diese Erfahrung gemacht. Das heißt, Nahtoderlebnisse sind keine Rückmeldung aus dem Jenseits, das muss ich ganz klar sagen, sondern wenn Sie so wollen, sind das Schnupperausflüge oder, ich habe es etwas despektierlich genannt, Betriebsbesichtigungen. Der Piet van Lommel, der hat über Nahtoderfahrungen ein Buch geschrieben. Das ist also ein Arzt, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und ich möchte nur einige Beispiele zitieren, was er da drin geschrieben hat. Mit reiner Gedankenkraft konnten sie sich in diesem Zustand bewegen. Sie wussten an einen Ort oder Person denken, waren bereits dort. In den meisten Fällen erblickten sie sogar ein strahlendes, auch nicht blendendes Licht, das mit großer Geschwindigkeit anzog. Das Phänomen wird von fast allen berichtet. Beinahe alle Betroffenen sprechen davon, dass sie während ihrer Nahtoderfahrung von einem tiefen Gefühl des Friedens erfüllt gewesen sind, das sie von der Erde nicht kennen. Und mit diesen Lichtwänden fand eine direkte Kommunikation statt, nicht in Worten, sondern auf telepathischem Weg. Plötzlich verfügten sie auch über alles Wissen, verstanden die Welt, das Universum, der Sinn ihres Lebens durften dieses Wissen allerdings nicht mit zurücknehmen. Man hatte innerhalb desselben Augenblicks Zugang zu jedem einzelnen Moment seines Lebens, welches oft mit Hilfe des Lichtwesens betrachtet und bewertet wurde. Und dann wurde eine aktive Entscheidung von denen verlangt, also Betriebsbesichtigung, warum, ob sie zurückkehren wollten oder nicht. Ich habe nach den ersten Vorträgen mir überlegt, kann ich das Ganze noch mal anders darstellen? Und kam auf die Idee, weil ich gerne so Geschichten erzähle, Märchen zu schreiben. Also habe ich 12 Märchen geschrieben und die habe ich da hinten ausgelegt. Und wenn Sie Interesse daran haben, dann können Sie das erwerben. Aber ich bitte da um eine Kostenspende von 2 €. Ich habe das eigentlich gedacht für die Teilnehmer an den Vorträgen. Aber was inzwischen aufgefallen ist, dass manche 5 Stück davon nehmen und die für Weihnachten verschenken oder an Leute verschenken, wo sie glauben, dass sie vielleicht Interesse daran haben. Also falls Sie dann mehrere davon nehmen wollen, also ich habe ja nur die Druckkosten da mal in Rechnung gestellt, dann ist das so. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt noch vor der Pause Ihnen einige Bücher vorstellen. Und zwar nur ganz kurz. Das ist ein Buch, was mir sehr geholfen hat. Und zwar ist das ein Generalvikar gewesen, der hat ein Buch geschrieben, ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Das hat mir insoweit geholfen, weil er ohne Polemik oder irgendwie, was weiß ich, einfach darstellt, wie er in der Kirche als Generalvikar, sie konnte direkt unter dem Bischof, versagt hat. Wer sich für sowas interessiert, ist ganz spannend. Ja, dann gibt es dieses Buch mit dem Jenseits kommunizieren, ein Kurs, wie man zum Medium werden kann. Wenn man das denn will, ich habe es mal durchgelesen, ich habe also nicht den Ehrgeiz, Medium zu werden. Dann Thorvald Detlefsen, die Älteren von uns kennen ja den Thorvald Detlefsen, der hat dieses Büchlein geschrieben, Das Leben nach dem Tod, Gespräche mit Wiedergeborenen. Ja, dann gibt es den Monroe, der sehr viel geschrieben hat. Wenn Sie sich also wirklich in diese Thematik vertiefen wollen, kann ich diesen Herrn nur empfehlen. Das war einer der ersten, der sich damit auseinandergesetzt hat. Was uns erwartet, das ist ein Medium aus der Schweiz, die hat 12 Erlebnisberichte aus dem Jenseits vermittelt bekommen und dann dieses Buch geschrieben. Also das Problem, was wir häufig haben, ich komme zum Schluss nochmal drauf, ist ja, weil
das Jenseits bestimmt wird durch das, was wir im Diesseits getan haben oder nicht getan haben, was da drüben notwendig ist, sind die Rückmeldungen vom Jenseits sehr, sehr unterschiedlich. Weil ja jeder, man kann nicht sagen, Jenseits passiert das oder das, sondern es ist eine individuelle, persönliche Konstruktion, wie das Jenseits für mich eben richtig ist. Ja, das ist das Buch, was ich zum Schluss gekauft habe. Eigentlich hat mir meine Frau das gekauft. Die Concetta Bertoldi, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist einer der bekanntesten Medien auf dieser Welt. Die, was weiß ich, die oberen 10.000 da wohl betreut. Und die hat auf 200 Fragen Antworten gegeben. Solche banalen Fragen wie, müssen wir da drüben auch was essen und gehen wir aufs Klo, haben wir Sex oder wie auch immer. Also da wird auf alles eine Antwort gegeben. Fand ich ganz spannend, lustig. Das hat mir auch sehr geholfen. Das ist Jenseits der Todesschwelle. Hier werden Rückmeldungen aus dem Jenseits gegeben. Was ich nicht wusste war, es gibt also Kontakte, die im Diesseits vereinbart werden und im Jenseits meldet er sich dann. Und das wird in diesem Buch beschrieben. Toll, einfach toll, was der da beschreibt. War für mich auch alles ganz neu. Ja, dieses Buch kann ich Ihnen nur empfehlen, das werde ich gleich noch erläutern. Der Professor Dr. Lazar, das ist ein Informationstechniker, der an irgendeiner Uni da lehrt, der wurde von einem kleinen Mädchen, was durch einen Unfall gestorben ist, kontaktiert und ist total von der Rolle gekommen. Das beschreibt er dann also auch in diesem Buch. Wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, zumal dieses Mädchen nicht kannte. Das war eine Schulfreundin seiner Tochter, kam also in eine richtige Lebenskrise. Und der hat ein Projekt aufgelegt, womit er beweisen wollte oder bewiesen hat, dass es diese Jenseits gibt. Aber werde ich Ihnen noch gleich noch darlegen. Ja, der von Bommel, das halbe Buch habe ich Ihnen ja schon kurz zitiert. Wo ich also auch mich mit beschäftige, der eine oder andere kennt das wahrscheinlich, das ist die Gralsbotschaft vom Abdruschin, wo eben sehr detailliert beschrieben wird, wie die Welt funktioniert. Und unter Welt versteht er alles, das ganze Universum. Und ja, es ist sehr umfangreich, manchmal etwas schwierig zu lesen, aber als ich damit angefangen habe, aber wenn man mal so auf Seite 200, 300 ist, dann fängt man es an zu verstehen, dann muss man einfach wieder zurückgehen von vorne und dann wird alles klar. Ja, und dann zum Schluss das letzte Buch noch, Ein Wanderer im Lande der Geister. Das ist etwas, wo jemand beschreibt, welche unterschiedlichen Welten es im Jenseits gibt. Ja, ihr Lieben, ich möchte noch mal kurz zwei Dinge klarstellen. Das erste ist, ich halte den Vortrag nicht für die Wissenden, sondern die wissen werden wollen. Das heißt, ich bewege mich auf einem unteren Level. Ich sage das deshalb, weil häufig Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu mir kommen und mir sagen, also das oder jenes sollte man auch erwähnen. Und ich sage, naja, erstens habe ich eine zeitliche Begrenzung und ich muss halt immer davon ausgehen, dass die zum ersten Mal damit konfrontiert werden und will sie also auch nicht überfordern. Und das Zweite, was ich auch nochmal deutlich machen möchte, ist, das, was ich Ihnen hier vortrage, ist mein Wissensstand nach einem Jahr. Und was ich unmöglich finde, ist, wenn ich Gerhard Seidel in einem Jahr begreife, wie das mit dem Jenseits funktioniert, und wir kommen ja erstmal jetzt gleich auf diese Fragen, die ich zu beantworten habe, dann verstehe ich nicht, warum die Kirche so einen Unsinn weitererzählt.
Also ich habe die Folie aber rausgeschmissen aus Platzgründen. Ich habe mich mal dafür interessiert, was wird denn heute noch im Religionsunterricht gelehrt? Da gibt es ein Klexikon und es gibt Internetseite für 6- und bis 12-Jährige. Und ich habe mit Entsetzen gelesen, Entschuldigung, wenn ich das sage, genau der gleiche Quatsch, wie ich gelernt habe. Und wenn ich in einem Jahr das begreife, und ich gehe mal davon aus, dass die in der Kirche noch gescheitere Menschen haben als mich, dann verstehe ich nicht, dass die wieder besseren Wissens das nach wie vor den Kindern oder den was weiß ich was klar machen. Ich finde das einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Das heißt, ich will überhaupt nicht auf die Kirche schimpfen oder da bin ich drüber hinaus über Schimpfen. Das ist für mich unbegreiflich. Ich verstehe das nicht. Ja, kommen wir zur Beantwortung der Fragen. Gibt es ein Jenseits? Also Jenseits ist eine andere Wirklichkeit, eine Parallelwelt zur unseren, die sich eben nicht in unserer Naturwirklichkeit befindet. Es wird immer behauptet, Jenseits sei nicht wissenschaftlich bewiesen. Das stimmt. Diese Anderswelt kann unsere Wissenschaft nicht beweisen. Wir haben die falsche Wissenschaft, wir haben eine irdische Wissenschaft und wir haben keine Geisteswissenschaft, wenn Sie so wollen, oder überirdische oder sonst jenseitige Wissenschaft. Also man kann ja auch nicht Luft mit Zollstock messen oder Wasser nicht mit einem Bohrer bearbeiten. Und die Haltung ist immer, wenn Sie mit Menschen darüber sprechen, vor allen Dingen die Oberschlauberger, ich hatte ihn ja von meinem Sohn Max, der ist auch so ein Oberschlauberger, die Haltung ist immer die gleiche. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich habe eine Meinung dazu. Die ersten Argumente für ein Jenseits, ist das Polaritätsgesetz. Dieses Polaritätsgesetz gilt überall in diesem Universum. Unsere Welt ist polar, besteht immer aus Gegensätzlichkeit. Es gibt immer zwei Pole, die sich gegenseitig bedingen. Die zwei Teile enthalten immer ein weiteres Potenzial des anderen. Jenseits, diesseits. Frau, Mann, Held, Haar. Also man kann den Mann nicht erklären, wenn man nicht eine Frau dazu hat. Man kann nicht den Tag erklären, wenn eben die Nacht fehlt. Man muss beides haben, um die Unterschiede klar zu machen. Und durch diese Erklärung der Unterschiede wird dann klar, ah ja, so ist es. Also nichts ist besser oder schlechter, es ist nur anders, es ist vervollständigend. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja? Das Jenseits ist nur da, um eben das Phänomen unseres Lebens hier und da zu vervollständigen. Das würde Wort fehlen. Das Jenseits existiert deshalb, es ist der Gegenpol zum Diesseits. Und das Jenseits ist aufgrund der Polarität anders als das Diesseits. Logisch. Nicht an das Jenseits glauben, für möglich wahrscheinlich halten. Also glauben, meine Damen und Herren, bedeutet ja nicht wissen. Annehmen, es könnte so sein. Ja? Und ich rede hier nicht in meinem Vortrag, dass Sie an das Jenseits glauben sollen, sondern ich rede davon, das Jenseits ist ein Fakt. Und ich habe ja so zwischendurch mal gesagt, und Sie müssen damit leben, dass ich Ihnen sage, nee, da kann nichts, gibt nichts zu glauben. Es ist so. Oder du lehnst es ab und gehst pfeifend weg und sagst, ich will ja gar nichts davon wissen, wie mein Bruder. Das heißt, sich um das Wissen, um die Existenz des Jenseits zu kümmern, ist mehr oder weniger zwangsläufig. Und die Bücher oder diese Literaturverzeichnis, was da hinten auch liegt, die habe ich nicht ausgelegt und nicht Ihnen gezeigt, damit Sie noch mehr Wissen haben, sondern dass ich sage, da können Sie anfangen. Anfangen, hat der Goethe mal gesagt, ist die Hälfte vom Ganzen. Und weitere Beweise für das Jenseits sind eben gut dokumentierte Rückführungen, ich habe kurz davon gesprochen, Seelenbesuche, dass eben einfach bei der Frau Müller ihr geliebter Onkel bei ihr am Bett steht und sagt,
Katharina, mach dir keine Sorgen um mich, mir geht's gut. Und diese Seelenbesuche, die sind auch sehr, sehr häufig. Sie sehen dieses Büchlein von mir, da ist vorne drauf ein Engel. Den Engel habe ich gemacht, weil mir aufgetragen wurde. Ja? Und zwar ging es darum, wie kann ich unser Haus schützen? Da habe ich NATO-Draht gekauft, Stacheldraht, da muss ich da drum rum machen, damit keiner reinkommt. Und dann wurde mir gesagt, nee, nee, du mach mal Engel. Ich habe schon drei oder vier Engel gemacht für andere. Nee, ich muss nochmal zurück. Das heißt, wir haben Nahtoderlebnisse, die dokumentiert sind, wir haben Rückmeldungen, wir haben Reinkarnation, also Menschen, die schon mal gelebt haben und Auskunft geben können über letztes Leben. Ja, das ist dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, von dem Dr. Lazar. Also der Dr. Lazar, wie gesagt, wurde konfrontiert und war total schockiert. Seine Ehe war sogar, glaube ich, in Gefahr. Und dann hat er ein Projekt aufgelegt, als Wissenschaftler. Und zwar konnten 200 Menschen Kontakt über ein Medium zu Verstorbenen aufnehmen. Also ist das beste Buch, was ich gelesen habe, um deutlich zu machen, da gibt's was. Und vor allen Dingen von jemandem, der wirklich nicht, wie soll ich sagen, einen Touch hat, der das vielleicht anders erklären könnte. Und die Frage war in diesem Projekt, ist der Kontakt authentisch? Ist er oder ist es die Verstorbene tatsächlich? In einem Video regt sich der Dr. Lazar sehr über seine Kollegen auf, die das alles für Unsinn halten, weil er sagt, ich bin genau wissenschaftlich vorgegangen. Ich habe genau wie wenn ich was in meiner Uni mache, festgelegt, was soll rauskommen, wie machen wir das, wie sind die Prüfkriterien und so weiter. Und die Auswertung ergab 90%, dass die Aussagen stimmen. Ich zitiere hier Nummer zwei. Das Medium erzählte Sachen über den Verstorbenen so, als hätte sie ihn persönlich gekannt. Es wurden Gegebenheiten genannt, die nur mein Mann und ich wussten. In diesem Falle sagte die Frau, dass sie in ihrem Alter nach Südfrankreich gehen wollten, weil sie beide Französisch gesprochen haben, und dort ihren Lebensabend verbringen. Und das sagte eben der Mann aus dem Jenseits. Wobei man dazu, auch da habe ich mich mal beschäftigt, nun ist das Problem der Medien häufig, da drüben gibt es genauso viel Drängler und Dummschwätzer wie bei uns hier. Das heißt also, das ist für ein Medium immer sehr schwierig zu sortieren, ist das der Richtige oder will da irgendwelchen Schwachsinn loswerden? Die zweite wichtige Geschichte oder das Ergebnis, was man herausfinden wollte, war das Wissen, wenn ich Kontakt zu dem Verstorbenen aufgenommen habe, für mich tröstlich. Und auch hier nur eine Antwort von einer Frau, steht ja auch da drin, der Kontakt zu meinem Mann hat mir mehr, also diese Viertelstunde, wo ich mit ihm kurz gesprochen habe, hat mir mehr gebracht als das halbe Jahr Trauerarbeit mit einem Profi. Die Hypothese von Dr. Lazar, ich habe sie mal reingenommen, weil sie für mich so ein bisschen Sachen erklärt. Ich habe ja diese Rückführung gemacht und ich habe mich immer gefragt, wo ist denn das Wissen, was ich im 12. Jahrhundert gemacht habe oder auf dem Segelschiff? Und der Dr. Lazar hat eine Erklärung gemacht und hat gesagt, also es gibt eine Hauptseele, die alles bisher erlebt, gespeichert hat. Und Teile von dieser Hauptseele können inkarnieren, neues menschliche Unikat entsteht. Sie erinnern sich, wenn wir ins Diesseits kommen, dann haben wir den Auftrag, einen Lebensplan, den wir im Jenseits für uns erstellt haben. Was wollen wir in diesem Leben erleben? Will ich Drecksau werden? Entschuldigung. Also Betrüger oder was weiß ich was? Oder will ich einer werden, der eben auf dem Weg in die Vollkommenheit andere Dinge macht? Also Erfahrung im irdischen Leben, Auftrag erfüllt, zurück. Also diese Videos, der hat sehr viele Videos gemacht, der Dr. Lazar, das sind die wichtigsten, die ich Ihnen überhaupt empfehlen kann. Die sind also auch hinten in diesem Literaturverzeichnis aufgeführt.
Warum gibt es ein Jenseits? Ziel der göttlichen Schöpfung ist der vollkommene Mensch. Wann eine Seele vollkommen ist, weiß ich nicht. Mich hat neulich mal einer gefragt, was heißt das denn vollkommen? Da habe ich gesagt, ja, das Problem ist, die Vollkommenen, die geben keine Rückmeldung mehr. Die sind schon so weit oben, die können gar nicht mehr kommunizieren mit uns. Ja? Der Mensch ist nicht fertig, nicht das, was er sein kann oder sein soll. Darum gibt es das Jenseits. Zum fertigen Menschenseele zu werden, müssen wir eben viele irdische und geistige Existenzen durchlaufen. Ich habe also auch mal mit einem Medium Kontakt gehabt, die hat mich also so auf ein paar hundert Leben eingeschätzt. Durch Wiedergeburten im Diesseits oder durch Entwicklungsprozesse in jenseitigen Dimensionen werden wir eben in diesen Prozess geführt. Eine schöpferische Instanz hat unsere weitere Entwicklung geplant. Das ist das, was ich damit gemeint habe, ganz am Anfang. Es steht alles fest. Als die Schöpfung gemacht wurde, wurden die Regeln, die Schöpfungsgesetze und alles, was eben diesen Ablauf bestimmt, von Gott oder wie immer wir ihn nennen wollen, festgelegt und es gilt. Es gilt der freie Wille. Also wir fragen uns ja manchmal, warum passiert so viel Unrecht? Das liegt am freien Willen. Wer sich eben benehmen will wie Sau, dann kann der das. Dass er die Konsequenzen im Jenseits tragen muss, ist ein anderes Phänomen. Es ermöglicht Korrekturen, also er überlässt uns die Entscheidung, wie und wo und wann wir unsere, ich sag mal, Verfehlungen, Sünden korrigieren wollen. Das können wir im Jenseits machen, ich werde gleich mal erklären, es ist schwieriger, oder im Diesseits. Ich kann also im Diesseits jemanden um Verzeihung bitten. Im Jenseits, wenn ich diese Person nicht habe, ist das ein bisschen schwieriger, denen um Verzeihung zu bitten. Dann muss ich wahrscheinlich erst mein Leben wieder abwarten. Das heißt, irdische und geistige Erfahrungen sammeln kann man und Verbesserungen sind möglich. Das Ganze ist wirklich angelegt zur Verbesserung unserer Entwicklung. Das heißt, es gibt unendliche Chancen, Möglichkeiten, die eigene Vollkommenheit zu erreichen. Das ist die Idee der Schöpfung. Ja, das habe ich denen erklärt. Das sind jetzt nicht Rückmeldungen im Sinne von Nahtoderfahrungen, also diese, wie ich es etwas locker flockig nannte, Betriebsbesichtigungen, sondern das sind Rückmeldungen aus dem Jenseits. Und dieser Minarek, oder wie der heißt, beschreibt das sehr detailliert. Also es war für mich ja auch wichtig, immer neue Erkenntnisse zu haben, immer, dass sich mein Bild vom Jenseits sich immer mehr erweitert und trotzdem in sich logisch ist. Also Leitmotiv, alles beherrschende Ziel, höchste Zielvorgabe ist das Prinzip des Fortschritts und die Vollkommenheit. Jeder erkennt selbst, wo und weshalb er seine Pflichten nicht erfüllt hat. Es gibt kein Gottesgericht, sondern es gibt ein ethisches Gericht, Selbstgericht. Und dieses ethische Selbstgericht, das wird mit einem Begleiter durchgeführt. Und da wird nichts kommentiert, sondern ich erfahre, was mit mir im Diesseits los war. Und da gibt es kein Vertun, da gibt es keine Entschuldigung. Das ist Fakt. Aus dem Haus. Und dann ist für mich auch logisch, warum ich so einsortiert werde, wie ich einsortiert werde. Das ist für mich dann auch nicht, dass ich den Kopf schüttle, warum bin ich denn jetzt auf einmal da? Der Reifegrad der Vorschule, also diesseits, ist maßgebend für die Entwicklung seines Schicksals. Ich wiederhole mich teilweise, aber es ist wichtig, dass man das eben einfach aus unterschiedlichen Sichtweisen mal hört. Nichts, was einer tut oder unterlässt, verdient ewige Strafe. Also die Behauptung der Kirche, wer sich, was weiß ich, gegen, der wird ewig in die, das wird sogar den Kindern in diesem Kinderlexikon klar gemacht. Da steht drin, dass da ein, dass die man in die Hölle kommt und in der Hölle brennt ein Feuer und man wird dann verbrannt und stirbt aber nicht mal. Und so, das steht in diesem Kinderbuch drin, muss ich dir mal geben. Also echt Hammer. Was er im irdischen Leben nicht gut machen kann, kann er im guten, ehrlichen Gewissen in dieser Parallelwelt korrigieren. In der Phase des Übergangs tritt er auf der Lichtgestalt und Gewissenserforschung zu ermöglichen. Und diese Selbsterkenntnis, ein schmerzliches Erwachen, bin ich wirklich so.
Jo. So ist es. Wie ist es organisiert? Gott hat zwei Welten geschaffen. Das ist unsere materielle Welt mit den festgelegten drei Dimensionen und der Zeit. Hier können wir irdische Erfahrungen sammeln. Und dann hat er die virtuelle Welt geschaffen, das Jenseits, eine Feinstofflichkeit, angepasste Dimensionen und Zeiten, Nutzen für die geistige Entwicklung für nicht körperliche Seelen. Der Schöpfungsprozess, auch da wiederhole ich mich, ist fertig. Nichts wird nachgebessert. Alles läuft automatisch ab, für jeden, für uns, für alle Zeit. Das ist egal, was Sie lesen oder was ich gelesen habe, das ist die Grundaussage. Es ist fertig, es wird nicht nachgebessert. Der Prozess ist auf verbessernde, positive Entwicklung fokussiert. Das Diesseits ist unsere Grundschule, das sind unsere Hausaufgaben, wenn Sie so wollen. Mich entschuldigen, irgendwas gut machen, irgendwas weiß ich was, wo ich eine Verfehlung gemacht habe, die zu korrigieren, das sind die Hausaufgaben. Und im Jenseits, wenn man die mal Hochschule nennt, das sind das so eine Art Semesterferien. Also das Semester umfasst immer eine Entwicklungsstufe oder eine Zeit, wo ich im Jenseits bin. Ja. Ich hatte mehrmals gesagt, dass eben, als die Schöpfung gemacht wurde, es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt. Es gibt insgesamt sieben. Ich zitiere jetzt nur mal die ersten drei. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte, oder das Gesetz der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ich bin des eigenen Schmied, tue etwas Gutes und widerfährt Gutes. Das Gesetz der Gleichart. Gleich und gleich gesellt sich gern, Sünder zu Sünder, gut zu gut. Wir ziehen das an, was von uns ausgeht. Wir haben keine Wahl, wo wir hinkommen, sondern das Jenseits ist Resonanz auf unser Hiersein. Und das Gesetz der Gleichart bedeutet eben, dass ich weiß nicht, ob Sie diese Filme kennen, es gibt so zwei Filme, die vom Jenseits handeln. Das eine heißt, glaube ich, Astral. Dingsbums. Und da wird gezeigt, wie jemand, der eben Sünder war, und zwar ein böser Sünder, wie der drüben lebt, bis zum Hals im Schlamm. Und wenn dann einer winkt, kommt doch raus, dass der eben von den anderen festgehalten wird und so weiter. Das ist also unheimlich schwierig. Auch das wieder das Bild, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jeder erlebt das Jenseits anders. Das war für mich am Anfang irritierend. Ich habe gelesen und habe gedacht, ja, was ist das denn jetzt? Wie sieht denn das ja aus mit dem Jenseits? Der eine redet so und der andere so, bis ich begriffen habe, ja, jeder erlebt es ja so, wie er sich das vorstellt und braucht. Und dann gibt es das Gesetz der Schwere. Also Zustände, Verhältnisse werden durch Gedanken verursacht. Negaholiker, das sind die, die ganz besinnt, die alles vorsichtshalber immer schlimm sehen. Das sind die Verhinderer des Glücks. Und dann gibt es die Optimisten. Ich werde es gleich noch ein bisschen mehr erklären. Also das Schwer ist Angst, der Ärger, Depression. Leicht ist Spaß und Zuversicht und Glück. Und diese Gesetze gelten im Diesseits wie im Jenseits. Also auch das Gesetz der Wechselwirkung, dass wenn ich gut mit anderen umgehe, dass das eben auch mir selbst zugute kommt. Ja. Ich habe früher mal so in meinem Vortrag gefragt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebst du dich? Ich glaube schon. Ne? Sag ich ja, wie denn? Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, habe ich oft das Gefühl, dass man so umgeht wie mit sich selbst und das ist nicht gerade liebevoll. Das heißt, die Wechselwirkung zwischen dem wichtigen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder was du nicht willst, was man dir tut, das tu auch keinem anderen an, das ist dann in einem anderen Zusammenhang nicht so ganz einfach. Ja, das Buch habe ich auch gezeigt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war eines der ersten Bücher, was mir empfohlen wurde, weil der marschiert durch die unterschiedlichen Welten. Und das ist echt schlimm. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das so ist, dann bleibe ich lieber hier. Also das ist so. Aber wenn man sich das antun will, dann sollte man das lesen.
Also das Jenseits ist klar, strukturiert, offen, hat unendlich viele Möglichkeiten. Diese göttlichen Dimensionen sind für uns nur teilweise erfassbar. Das Jenseits erlebt jeder so, ich wiederhole mich, wie es für ihn richtig ist. Rückmeldungen aus über das Jenseits sind unterschiedlich, weil die Seelen eben erfahren erledigen, was sie wollen oder müssen. Es gibt unendliche Möglichkeiten. Ich habe Ihnen ja das gezeigt von der Frau da, von diesem Medium, die Gott und die Welt berät, die erklärt anhand von 200 Fragen, was denn da drüben los ist. Also wenn Sie gerne Fußball gucken, Sie können da drüben Fußball gucken. Oder wenn Sie gerne wandern gehen, da gibt es genug Berge, wo Sie wandern können. Also Sie kriegen alles das geboten, was Sie sich vorstellen. Also es gibt Aufbau, Ablauforganisationen, Entwicklungsangebote, Rangstufen, Aufgaben, Landschaften, Schulen und so weiter. Also das, was Sie brauchen. Das Ganze sind eben fiktive Möglichkeiten, Ideen und Geschehen, die den irdischen Abläufen und Ordnungen zwar gleichen, aber als offenes Prinzip. Und jetzt merken Sie auch, wenn behauptet wird, das kann man wissenschaftlich nicht beweisen. Ja, unsere Wissenschaft kann keine offenen Prinzipien beweisen. Das gibt es nicht bei uns hier. Und unsere Wissenschaft muss berechenbar sein. Und diese Berechenbarkeit, die muss ich wiederholen können. Und da drüben gibt es überhaupt nichts zu berechnen und erst recht nicht zu wiederholen. Weil es ja jeder anders macht. Also das Universum entsteht aus den Erwartungen oder den Notwendigkeiten der Seelen. Also auch das sind ja zwei Komponenten, Erwartungen und Notwendigkeiten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es denn so ein vergleichbares Universum in unserer Welt? Und das sind die virtuellen Welten, die im Computer spielen. Und damit meine ich nicht Ballerspiele, sondern damit meine ich Abenteuerspiele. Und da habe ich mich richtig reingekniet, aber ich bringe mir nur mal einen kleinen Teil davon, was ich damit meine. Also es gibt den Computer-Abenteuerspiel und es gibt das Abenteuerspiel Jenseits. So, Computer-Abenteuerspiel kaufen, Jenseits kostenlos. Materiell nur virtuell. Programmiert, nein, göttliche Schöpfung. Vorstrukturiert, nein, es gibt Wahlstrukturen. Also im Computer haben Sie nur das, was Sie programmiert haben, da drin können Sie sich bewegen. Und hier im Jenseits, da können Sie selbst programmieren, wenn Sie so wollen. Irgendwann ist das Computerspiel aus, im Jenseits ist es unendlich. Der Besitzer kann es nutzen, also nur der es gekauft hat. Aber im Jenseits kann es jeder, muss es sogar benutzen. Die Nutzung ist eine bewusste Entscheidung, indem ich es kaufe, und im Jenseits ist die Nutzung zwangsläufig. Abenteuer, Spannung, da geht es nicht um Abenteuer, sondern es geht um spirituelle Entwicklung, was durchaus ein Abenteuer sein kann und auch spannend ist. Dann haben wir eine Avatar-Präsenz, also eine Kunstfigur, die wir da im Computer hin und her schicken. Wir haben im Jenseits unsere eigene Seelenpräsenz, Mitkämpfer und Kameraden, das gibt es auch im Jenseits-Abenteuer, dass wir Seelenverwandte haben, die uns begleiten. Gerade am Beginn, wenn man rüber wechselt, sind Verwandte, die einen immer unterstützen. Ja, bewusste Auswahl der Welten. Diese bewusste Auswahl finden wir nicht, sondern es richtet sich nach unserem Entwicklungsstand, nach den Notwendigkeiten. Dann haben wir eine Levelstruktur bei dem Computerprogramm und da haben wir eine seelenzustandsorientierte Struktur und die ständigen Level werden optimiert. Das heißt, die Programme werden dann immer wieder neu ergänzt um weitere Welten, wenn Sie so wollen. Und bei dem Jenseits ist die virtuelle optimal unendlich göttlich orientiert. Ja, es gibt eben die göttliche Gerechtigkeit. Was passiert mit uns im Jenseits? Wir verdienen das, was wir hier jetzt geleistet haben. Es gibt keinerlei Sonderbelohnung, alles läuft automatisch ab. Wenn wir wechseln, verbessern und verschlechtern wir uns nicht. Wir erleben genau das, was von uns bereits im Jenseits, ob bewusst oder unbewusst, gewählt wurde. Wer ein sündhaftes Leben geführt hat, ich werde noch kurz dann darauf eingehen, was eigentlich sündhaft ist. Es wäre unverdient und unlogisch, wenn der drüben wertschätzend behandelt wird.
Durch eine christliche, nicht religiöse Lebensleistung entsteht ein relevanter Anspruch auf Rang, Ort, Partnerschaft, Entwicklungspotenzial. Also christlich bedeutet die Einhaltung der 10 Gebote, Bergpredigt und was wir eben also so als, ich sage mal, Menschenrechtserklärungen kennen. Unsere wohltätigen und barmherzigen Taten wird ein besonders hoher Wert zugemessen, wenn er nicht scheideheilig oder frömmelnd ist, sondern in redlicher Absicht erbracht wurde. Und beim Selbstgericht wird zusammen mit einem Lichtwesen geprüft, habe ich meinen im Jenseits beschlossenen Lebensplan auch erfüllt. Ja, was passiert mit uns im Jenseits? Ich kann sagen, Herr, dein Wille ist geschehen. Das heißt, ich habe mich nach diesen Gesetzen, nach diesen göttlichen Gesetzen gerichtet. Oder mir wird gesagt, dein gelebter Wille soll geschehen. Also in diesen zwei Sätzen oder Sichtweisen ist eigentlich die ganze Logik drin enthalten. Also der, der sagt, Herr, dein Wille ist geschehen, der kann ja nicht bösartig gewesen sein. Der kann aus Versehen mal Sachen gemacht haben, die hat er besser gepfiffen. Aber er hat keine schlimmen Dinge gemacht. Uns beleitet und die Engel. Wir haben einen feinstofflichen Körper, der uns ermöglicht zu sehen oder auch bestimmte Dinge, dass wir das tun können. Man verbringt die erste Zeit oft mit Verwandten, die uns helfen. Ein feinstofflicher Körper ermöglicht die Seele, dass sie fühlt, hört, sieht und sich in ihrer jetzigen Umgebung zurechtfindet. Und dann kommt nach dem Eintritt die Entwicklung. Die Feinstofflichkeit ermöglicht den angepassten Raum-Zeitbegriff. Im Jenseits gibt es viele Welten. Ich wiederhole das nochmal bewusst. Die Welten ermöglichen, sein Leben aufzuarbeiten, frei zu werden. Man wandert mehrere Welten, je nach persönlichen Entwicklungsstand, Bewusstsein. Ziel ist immer die Verbesserung. Auch die ganz unten sind. Ziel, ihr Aufenthalt ist die Verbesserung. Ist halt nur schwieriger. Ja, was passiert sonst noch? Wer sich versündigt hat, dessen Jenseitswelt ist nicht so attraktiv wie die Seele eines gottgefälligen Menschen. Sünden können nicht vergeben werden, auch nicht durch Jesus. Also ich komme gleich noch mal kurz drauf, diese Behauptung, die einmal vollkommen falsch ist, weil Jesus ist nicht gestorben wegen unserer Sünden, Jesus ist gestorben, weil er sich mit der Kirche von damals angelegt hat und der, wie ist der Typ, nicht geil aus, Kaiphas, der hat gesagt, lieber lassen wir einen über die Klinge springen, bevor die Römer hier Tabula rasa machen. Die Römer waren nicht sehr zimperlich. Also gestorben ist Jesus, weil er die Botschaft Gottes verkündet hat und in Kollision geraten ist mit den vorhandenen kirchlichen oder klerikalen Organisationen. Das Problem ist nur, dass eben viele noch danach leben und glauben, mir kann ja nichts passieren, da gibt es einen Jesus. Und da liegt ein Büchlein, Weihnachtsbüchlein von der Gemeinde. Und da wird halt genauso, Jesus wurde durch unsere Sünden durchbohrt. Also muss immer ganz dramatisch sein. Ja? Also schon gut. Göttliche Regeln sind keine kirchlichen Vorschriften. Als die Schöpfung stattgefunden hat, gab es noch keine Kirche. Rückmeldungen aus persönlichen Höllen sind selten, was ja auch logisch ist. Es kriegt ja keiner eine Rückmeldung, also mir geht es ja echt saumäßig unten oder was weiß ich was. Also die haben mit sich selbst genug zu tun. Das ist immer erstaunlich, auch diese Dame, die die 200 Fragen beantwortet, die wurde gefragt, ob sie auch Kontakt hat zu diesen tiefen, diesen höllischen Dimensionen. Sagt sie, nein, habe ich nicht, da kenne ich mich nicht aus, ich habe nur Kontakt zu den oben. Er setzt seinen Aufstieg in der geistigen Welt fort. Ziel ist, das Paradies zu erreichen. Also alle gebotenen Möglichkeiten dienen der Verbesserung. Im Hier und Jetzt diese Seelenoptimierung vorzubereiten, ist nicht nur möglich, sondern sinnvoll. Das habe ich schon erwähnt. Ich komme nochmal auf das Gesetz der Schwere, weil mir gesagt wurde von jemandem, der sich da vor allem mit diesem Abdruschien und der Gralsbotschaft beschäftigt hat, gesagt hat, das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Und ich habe das eigentlich zunächst nicht verstanden.
Leicht steigt auf, schwer sinkt ab. Wer Schuld auf sich geladen hat, hat Altlasten. Altlasten sind unverarbeitete Sünden, Verfehlungen, Verbrechen und so weiter. Altlasten sind ungelöste Probleme oder nicht erledigte Aufgaben. Dieses Fehlverhalten, dieser Schuldenberg ist eine spirituelle Belastung. Dafür haften wir, das wird uns zur Last gelegt. Sie sehen, ich habe diesen Begriff das Schwere mit verschiedenen Dingen nochmal versucht zu erklären. Je schwerer die Belastung ist, umso größer ist die Tendenz zu sinken. Das Sinken und Ersteigen und das Steigen erfolgt so weit, bis eine Umgebung mit gleicher Dichte erreicht wurde. Deshalb ist diese Sache so wichtig. Das heißt, wenn wir von Himmel und Hölle sprechen, dann sinken wir logischerweise tief und das nennen wir Hölle. Oder wir steigen auf und das nennen wir Himmel. Die verschiedenen Ebenen, aus denen die Schöpfung besteht, sind ebenfalls nach ihrer Dichte verteilt. Das bedeutet, das Gesetz der Schwere wirkt ordnend, verteilt auf die richtigen Ebenen, die gleiche Dichte aufweisen, die gleiche Art und Konstellation. Ich habe irgendwann oben gesagt, dass gut zu gut kommt, schlecht zu schlecht. Das ist das Gesetz der Schwere. Ich habe mal eine kleine Geschichte geschrieben von einem Politiker, der sich benommen hat, wie er es besser nicht tat. Und da beschreibe ich das sehr deutlich, wie der eben durch die Altlasten runterkommt zu seinesgleichen. Und beschreibe sehr detailliert, wie seine Kleider auf ihn stürzen wollen und wollen ihn zum Knechten, zum Sklaven machen, was ja üblicherweise Politiker auch so gerne tun. Und dass es umgekehrt so ist, wenn man eben leicht ist, man steigt in die Ebene. Das heißt, es geht alles automatisch. Durch das Selbstgericht wird mir klar, ah ja, so war ich gewesen. Und wenn ich dann steige oder falle, dann ist es für mich logisch. Da gehöre ich hin. Und da es ganz viele unterschiedliche nach unten gibt und ganz unterschiedliche nach oben, neulich habe ich gelesen, die Hildegard von Bingen ist aufgestiegen, die ist in der siebten Stufe oben. Das steht in dem Buch, in diesem Buch wird ausführlich darüber geschrieben, dass die Hildegard von Bingen über ein Medium sich gemeldet hat und beschreibt sehr detailliert, wie ihr Aufstieg gewesen ist. Und vor allen Dingen beschreibt sie sehr intensiv, wie groß die Probleme für sie waren im Mittelalter, als ihr Beichtvater sie gezwungen hat, wenn Jesus ihr erscheint oder wie auch immer, obszöne Bewegungen zu machen oder Zeichen zu machen, um Jesus zu vertreiben, weil es den kann es ja gar nicht so geben. Also das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Also das Gesetz der Schwere wirkt ordnend, verteilt auf die richtigen Ebenen, die gleiche Dichte aufweisen, Art der Konstellation haben. Ja, was ist die logische Konsequenz? Ich merke schon, ich wiederhole mich hier ein bisschen. Wir kommen auf die Ebene, die für uns gerecht ist. Dort erwarten uns andere Seelen, die helfen oder verhindern, stören. Gut zu gut, schlecht zu schlecht, nach oben oder nach unten. Zu den Tugenden und Ehrenhaften mit der Chance, sich weiterzuentwickeln. Oder zu den Betrügern, Verbrechern, korrupten Politikern, wo man durch andere sündhafte Seelen seine eigenen Untaten erlebt. Diese Ebene des Grauens, da bleibt man so lange, bis das fast Unmögliche durch Buße und Besserung geschafft ist. Also wenn man danach liest, dann wird oft davon gesprochen, dass das Jahre, Jahrhunderte dauern kann, bis man sich da unten gelöst hat, währenddessen im Diesseits man seine Sünden wesentlich schneller korrigieren kann. Was ist mit den Atheisten? Machen wir so einen kleinen Exkurs. 38% glauben, dass mit dem Sterben endgültig aus ist. Atheisten glauben nicht an Gott, nicht an Jesus und nicht ans Jenseits. Die Kirche lehrt, in den Himmel kommen nur die Gläubigen. Ungläubige erleben ewige Qualen in der Hölle. So steht das wortwörtlich in den
Internetseiten der Kirche. Fakt ist aber, jeder Mensch, der stirbt, wird im Jenseits erwartet. Und die göttlichen Regeln im Jenseits berücksichtigen nur, wie gut oder wie sündhaft die Lebensführung war. Einfluss auf die Einweisung und Weiterentwicklung haben weder Glaube noch Kirche noch sonst irgendein religiöses Fehlverhalten. Das ist einfach Unsinn. Selbst wenn die Kirche gerne die göttlichen Regeln oder die Schöpfungsgesetze außer Kraft setzen möchte. Also entscheidend ist, wie man mit sich und anderen umgegangen ist. War man rein Herzens, friedfertig, gerecht und wahrhaftig, dann hat man als Atheist bessere Chancen, einsortiert zu werden als bigotte Klerikale und hochmütige Scheinheiligen. Ja, ich hatte schon mal vom Polaritätsgesetz gesprochen. Wir brauchen immer das andere, einen Gegenpol, um etwas zu erklären. Polar ist, es gibt Dinge, die wir wissen, also muss es noch das andere geben, von dem wir nichts wissen, aber das muss da sein. Gott können wir uns nicht vorstellen, weil er nicht polar ist. Es gibt keinen Gegenpol. Seine Existenz lässt sich nur indirekt erklären, Schöpfung, Jesus, Engel, Jenseits, ewige göttliche Ordnung und so weiter. Das heißt, im Angesicht Gottes ist einfach Unsinn. Die Bibel sagt, Gott, ich bin der Spinn. Das war's. Einer hat mal versucht, Polarität zu schaffen. Das war der Lieblingsengel vom Gott, er wollte Polaritäten schaffen. Also sich Gott gleich machen, wurde bestraft, da gab es den Höllensturz. Also wenn nicht ein allmächtiger, für uns nicht fassbarer Geist kann durch geniale Schöpfungsgesetze Universum mit ewig geltenden Regeln schaffen. Ja, meine Reisevorbereitungen, also ich, Gerhard Seidel, was mache ich? Ich bin Lebensunternehmer und nicht Lebensunterlasser. Ich habe die volle Verantwortung nicht für mein hiesiges Dasein und Wohlergehen, sondern eben auch für das, was danach passiert. Weil ich heute mehr über das Jenseits weiß, finde ich das Jenseits attraktiv und spannend. Habe keine Angst vor dem Tod. Ich sage nochmal, das war vom Jahr anders. Wenn Sie mich vom Jahr gefragt hätten, ich hätte gar nicht gewusst, von was Sie reden. Das heißt, diesen Lernprozess, der geht sehr schnell. Also ich muss nicht ewig in die Kirche gehen oder irgendwas, weiß ich was, dicke Bücher lesen. Es geht sehr schnell. Muss ich vorher noch einige Sünden, also ich muss noch einige Sünden korrigieren, ein bisschen bereuen, Verzeihung bitten. Also ich habe auch ein paar Dinge, die ich besser hätte sein lassen. Wobei ich mich wirklich anstrengen muss, um mir das präsent auch zu machen, dass ich da nicht, dass das nicht in Ordnung war. Um ehrlich zu sein, heute Nacht ist mir noch einer eingefallen. Drüben ist es offensichtlich interessanter als die irdische Heimat. Also drüben, weil ich ja so viele Möglichkeiten habe, ja, ist das wesentlich spannender drüben. Ich habe davon gesprochen, stellen Sie sich mal vor, Sie würden jemanden erklären, im Sterbenden, mein Gott sei da froh, da drüben ist viel spannender. Und weißt du was auch? Dann kriegst du deinen Körper endlich los. Wobei die Eva mir gesagt hat, wäre noch ja noch gut, gell, Eva. Wenn dieser Tag kommt, dann werde ich ihn willkommen heißen, denn jetzt weiß ich, was mich erwartet. Das Bild habe ich gefunden. Also das war ein bisschen dicker, aber eigentlich passt das so ganz gut. Ja, aber noch ist es ja nicht so weit. Kümmern wir uns also darum, wie wir unser Leben bis dahin gestalten wollen. Also welche Art von Selbstvorsorge wir praktizieren, nicht wollen, sondern werden. Bei mir im Büro hing ein Schild, das hieß, wollen, wollen viele, nur tun, tun so wenige. Und Selbstfürsorge bedeutet, im Alter sind Aktivitäten, um Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten, zu verbessern. Aber bei der Selbstvorsorge, Sie erinnern sich, ich habe gesagt, wenn ich auf der von mir gewünschten Frequenz in dieser Parallelwelt empfangen werden will, ist entscheidend, wie ich mich auf diese neue Lebensaufgabe vorbereitet habe. Also jeder seines Glückes Schmied. Ja, das heißt, das kann man Zukunftsmanagement nennen. Planung, Entscheidung umsetzen,
Durchführung, Kontrolle. Ich rede immer vom schriftlichen Selbstbefehl. Dass man sich einen schriftlichen Selbstbefehl macht, das werde ich in den nächsten 4 Wochen, dieses Jahr und nächstes Jahr mir vornehmen. Das heißt, die Idee ist, wir werden den Aufenthalt im Jenseits so nehmen, wie er kommt, aber wir sorgen dafür, dass er so kommt, wie wir ihn nehmen wollen. Ganz einfache Regeln. Um das zu gestalten, müssen wir planen. Um zu planen, müssen wir wissen, was wir wollen, was uns erwartet. Dafür sind Sie ja heute hier. Man kann eine Lebensinventur machen, Stichwort Altlasten, eigenes Selbstgericht schon mal selbst machen. Ich habe dummerweise meine Frau gefragt, was ich gut machen könnte. Das war keine gute Idee. Also war ich ein guter Mensch, dann ist alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass all die hier sitzen keine Gangster, Verbrecher oder sonst irgendwie Dreck am Stecken haben, sondern dass sie ganz normale Sünder sind, also tendenziell steigen werden. Sehen wir uns ja wieder. Wie kann ich meine Sünden, meine Vergehen, Bösartigkeiten, Daseinsschulden und so weiter mir bewusst machen und heilen? Also eine Reflexion, um Frieden zu finden, innere Konflikte zu lösen und emotionale Heilung zu ermöglichen. Und das ist beispielsweise mein Thema, bei wem kann ich was wieder gut machen, wo habe ich mich als Unternehmer gegenüber meinen Mitarbeitern oder irgendwelchen anderen Menschen, die sich eigentlich Mühe gegeben haben, weil, aus welchen Gründen auch immer, nicht so gut verhalten. Und wenn ich nur eine Kerze anzünde, was ich gemacht habe auch, und mir das vorstelle, dass ich mit meiner ersten Frau nicht gut umgegangen bin. Dass ich zwar guten Willens war, aber dieser gute Wille, der war eben für meine Frau damals nicht verständlich oder wie auch immer. So, also habe ich sie um Verzeihung gebeten. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist ja alles recht kompliziert, dann sage ich, überhaupt nicht, ist es kompliziert. Es reicht nicht aus, an Gott zu glauben, um in den Himmel zu kommen, sondern ein christliches Leben ist eigentlich einfacher und vollkommen normal. Zum Beispiel die 10 Gebote. Ich schreibe im Moment ein kleines Buch für Jugendliche und da gehe ich auf die 10 Gebote ein. Unter anderem, du sollst nicht töten. Die beliebteste Form des Tötens ist heute Rufmord im Internet. Oder die Bergpredigt von Jesus. Es gibt ein schönes Video, wo das wirklich sehr schön detailliert ist drin, in meinem Verzeichnis da, erklärt wird. Und 7 Todsünden, das ist ja eigentlich eine Riesendummheit. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die 7 Todsünden wurden ja erfunden, weil die Mönche sich im, glaube ich, 5., 6. Jahrhundert so saumäßig benommen haben, dass dann einer mal hingegangen ist und hat den Mönchen gesagt, also pass mal auf, das dürft ihr alles nicht machen. Da kommen die her. Und dann wurden die in den letzten Jahrhunderten immer weiter entwickelt, bis sie dann irgendwie, was ich weiß. Aber diese Sünden, das sind ja eigentlich, da muss man einen an der Waffel haben, wenn man das macht. Also man kann zwar ein bisschen stolz sein, man kann auch ein bisschen neidisch sein, man kann auch mal in Rage geraten, aber das sind ja nicht, ist ja nicht Sündhaftes, das ist einfach menschliches Dasein. Und die Schöpfungsgesetze beachten. Ja, die noch wichtigste, ich wiederhole mich, wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrung, sondern spirituelle Wesen, die irdische Erfahrungen machen. Wir sind alle falsch gepolt. Wir kommen mit Arbeitsaufträgen in den Jenseits. Und jetzt kommt der wichtige Satz, das Jenseits ist unser Zuhause, unsere Heimat ist drüben. Wenn ich das begriffen habe, ist alles logisch. Zum Schluss noch 2 Gedanken von mir. Das erste ist, wenn das, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, wenn das okay war und vielleicht auch für alle Menschen wichtig, dann könnte man sagen, das ist doch eigentlich Allgemeinwissen, was gelehrt werden müsste. Also solche Jenseitskenntnisse sind von existenzieller Bedeutung. Das habe ich ja mehrmals erwähnt. Ja? Wenn das wirklich, das ich einfach so für mich hin durchs Leben dümple, dann ist das falsch. Das heißt, es müsste eigentlich ein wichtiger Teil der Ausbildung sein im Ethikunterricht in den Schulen.
Also wenn mich heute eine Schule fragen würde, hör mal zu, Seidel, kannst du nicht mal deinen Vortrag, er war nicht jetzt so abgehoben vor unseren Jungs und Mädels halten, in, weiß ich, in der 10. Klasse, würde ich sofort machen. Also alles, was ich gesagt und geklärt habe, ist geistiges Volkseigentum. Auf diesen Begriff bin ich ganz stolz, dass der mir eingefallen ist. Ja. Das ist Volkseigentum, nicht kirchliches Eigentum. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was würde das denn bedeuten für die alten Menschen? Für die jungen Menschen? Hm? Genau, vor allen Dingen für die Jungen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich sagte, ich schreibe im Moment ein Buch für die Jugend. Über 60% aller Jugendlichen beten, glauben an Gott, haben aber Riesenprobleme, den einzuordnen, weil die eben auch ihren Unterricht mal hatten. Und die Kirche kann mit den Jugendlichen nichts anfangen, wie umgekehrt. Wie sagte die Johanna, mit dem klerikalen Gefasel kann ich nichts mehr anfangen. Was würde das für die religiösen Institutionen bedeuten? Die Synode, ja, synodale Synode. Und das ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Der Verantwortliche in Rom, der Zweitwichtigste, hat gesagt, nein, wir sind nicht zu Gesprächen bereit. Wortwörtlich hat er gesagt, wir sind nicht zu Gesprächen bereit. Wir öffnen auch nicht die Tür zu diesen Gesprächen, weil wir befürchten, dass dann etwas entsteht, was wir nicht wollen. Ja, wahrscheinlich würde kein religiöser Stein auf dem anderen bleiben. Und die letzte Folie, Holger, schau auf. Das ist mir jetzt gerade erst vor ein paar Tagen eingefallen. Wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen würden, was wäre, wenn wir unser Erleben im Jenseits uns erinnern könnten? Das ist eine spannende Frage. Der Tod, wenn wir uns daran erinnern würden, wäre der Tod weniger beängstigend. Wir wissen, es geht weiter. Was ich beim letzten Aufenthalt im Jenseits erlebt habe, hätte großen Einfluss auf den Diesseits. Wenn ich da runtergekommen bin, und wenn es sehr einfacher ist im Diesseits als im Jenseits, ist eine Riesenchance. Wissen um die Ernte im Jenseits mit unserem Sehen diesseits, wenn mir das bewusst ist. Einfluss auf Religion, Spiritualität, auf Moral und Ethik. Es wäre alles viel friedlicher. Die Menschen würden sich nicht mehr benehmen wie Sau. Weil sie Angst haben, ich bezahle die Zeche da drüben. Die benehmen sich ja deshalb wie Sau, weil sie keine Ahnung haben, dass sie die Zeche bezahlen müssen. Ja, und die kirchlichen Fehlinterpretationen, welchen würden da aufgedeckt? Es hätte Auswirkungen auf die Wissenschaft. Die Wissenschaftler müssen sich mit dieser Parallelwelt beschäftigen. Und die haben gar keine Instrumente dafür. Die müssen sie neu erfinden. Wer ihnen zu gönnen? Der Schöpfer Gott würde nicht mehr angezweifelt. Wir würden das Ende, den Spruch, der stand noch nicht von mir. Wir würden das Ende des Lebens genauso feiern wie die Geburt. Er sagt genau. Ja, ich fand das schon, also wenn wir so weit sind. Beim Selbstgericht-Feedback würde ich die Rückmeldung bekommen, habe ich einen Lebensplan erfüllt. Das bedeutet, nein, neue Orientierung. Das heißt, die Welt würde in Frieden leben, weil wir um die Konsequenzen wissen. Was wir sehen, dass wir das ernten. Unsere Altlasten würden uns in die Hölle sinken lassen, wir werden uns nicht weiterentwickeln. Aber unser christliches Leben hilft uns weiter zum Aufstieg. Das heißt, wir kommen Hilfe, damit es uns gut und besser werden können. Ja, dann habe ich mir die Frage gestellt, warum hat das Gott eigentlich nicht eingerichtet?